Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Clemens Bittlinger, ich bin Liedermacher und evangelischer Pfarrer und ich gestalte bis auf Weiteres jeden Sonntag eine Liederandacht zu einem meiner Lieder. Heute soll es um das Lied gehen »Du siehst mich«. Ein Einbrecher pirscht sich an eine große Villa heran. Er geht auf die Veranda, knackt die Tür auf und betritt den ersten Raum. Plötzlich hört er eine Stimme, die ruft, »Ich sehe dich und Jesus sieht dich auch.« Verdutzt bleibt er stehen, aber nun hat er die Villa schon mal aufgeknackt, also pirscht er sich an die nächste Tür, bricht sie auf und hört die Stimme, wie sie viel näher da ist. »Ich sehe dich und Jesus sieht dich auch.« Ziemlich mulmig macht er sich auf den Weg in den nächsten Raum. Öffnet die Tür und nun ist die Stimme ganz nah. Ich sehe dich und Jesus sieht dich auch. Da macht er seine Taschenlampe an und steht vor einem Käfig, in dem ein Papagei sitzt. Und der Papagei sagt, »Hallo, ich bin Hannibal, der Papagei des Hauses.« Der Einbrecher sagt, »Du hast mir aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Und sag mal, Hannibal ist doch ein ziemlich blöder Name für einen Papagei.« »Stimmt«, sagt der Papagei. Aber noch viel merkwürdiger ist der Name Jesus für einen scharfen Bull Terrier. Ich sehe dich und Jesus sieht dich auch. Heute soll es gehen um das Lied »Du siehst mich«. Bei dir bin ich angesehen, wie mich sonst niemand ansieht. Und du wirst auch zu mir stehen, selbst wenn mancher die Hand mir entzieht. Bei dir fühl ich mich verstanden, du bist das ganz große Ohr. Ich komm dir niemals abhanden, ich weiß, kein Ton geht bei dir verloren. Denn du siehst mich, mein Gott, und du hörst mich. Du nimmst mich wahr, egal was ich auch tu, du bist mir nah. Du kennst mich und Gott und du hältst mich, bist für mich da, egal was ich auch tu, du bist mir immer nah. »Du siehst mich« war die Losung eines deutschen evangelischen Kirchentages und im Rahmen der Liederwerkstatt für diesen Kirchentag habe ich dieses Lied geschrieben, zusammen mit der wunderbaren Sängerin Judy Bailey, die die Melodie zu diesem Lied beigesteuert hat. »Du siehst mich, mein Gott, du kennst mich.« Ich habe ein ganzes Buch zu diesem Thema geschrieben, das im Adeo Verlag erschienen ist, wo ich versucht habe, die verschiedenen Aspekte dieses Gesehenwerdens oder auch Nichtgesehenwerdens auszuloten. Es ist ja nicht immer positiv, wenn ich den Eindruck habe, andere sehen mich. Es ist ja immer die Frage, mit welchen Augen beobachten mich andere. Es gibt in der schwarzen Pädagogik, gab es ein Kinderlied, das hieß »Pass auf, kleines Auge, was du siehst«. Denn der Herr im Himmel schaut herab auf dich, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und weiter »Pass auf, kleine Hand, pass auf, kleiner Mund« und so weiter und so fort. Dieser beobachtende Gott, der alles sieht, was ich mache und kritisch sieht, beurteilt, ob das jetzt alles gut ist und so weiter. Was für eine Zwanghaftigkeit entsteht durch so ein Kinderlied im Herzen und im Kopf eines Kindes. Du siehst mich, wir werden gesehen. Im Internet, WhatsApp, wir werden getrackt. Man weiß, wo wir sind. Wir geben so viele Daten preis, allein durch unser Verhalten in den sozialen Netzwerken, dass ich es eigentlich nicht verstehe, warum viele sich gegen die Corona-App wehren. Denn die wäre nun wirklich sinnvoll. Die wäre nun wirklich eine tolle Idee, wenn wir es tatsächlich schaffen würden, dass 60 Millionen Deutsche in unserem Land diese App haben.
natürlich auch alle Bürger mit Migrationshintergrund, auch alle Ausländer, die bei uns wohnen, wenn wir es schaffen würden, möglichst flächendeckend diese App zu installieren, damit wir sehen, wo gibt es Corona-Fälle, damit wir uns schützen können, damit wir wieder zurückkehren können zu einer Normalität, wie wir sie uns wünschen. Du siehst mich, du hörst mich, du bist das ganz große Ohr. Im Alten Testament gibt es die Erzählung, wo Moses die Schafe hütete und plötzlich sieht er einen brennenden Dornbusch. Er kommt näher und dann hört er eine Stimme, die ruft: Zieh deine Schuhe aus, denn du betrittst heiliges Land. Und aus diesem Dornbusch spricht Gott zu ihm und er sagt: Ich habe gehört, dass mein Volk leidet. Ein Sklavenvolk. Ein Sklavenvolk in Ägypten. Und der lebendige Gott hat nichts Besseres zu tun, als sein Ohr ganz tief hinabzuneigen und das Seufzen und Stöhnen der verachteten Menschen zu hören. So offenbart sich Gott als ein ganz großes, liebevolles Ohr. Du siehst mich, mein Gott, und du hörst mich. Du nimmst mich wahr, egal was ich auch tu. Du bist mir nah. Du kennst mich, mein Gott, und du hältst mich. Bist für mich da, egal was ich auch tu. Du bist mir immer nah. Dass Gott mich sieht, hat nichts Bedrohliches, denn es sind die liebenden Augen Gottes. Es ist das große Ohr Gottes, das auch mein Seufzen und mein Weinen hört. An anderer Stelle heißt es in der Bibel im Alten Testament: Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Das heißt, wir lassen uns leicht blenden. Gott aber sieht das Herz eines Menschen an. Im Buch Genesis wird beschrieben, wie Abraham und seine Frau Sarai aus Ägypten zurückkamen in das Land Kanaan. Und sie hatten eine große Verheißung von Gott: Ihr werdet die Ureltern eines riesigen Volkes sein. Allein das Problem war, dass Abraham und Sarai immer älter wurden und Sarai nach und nach die Geduld verlor. Und irgendwann hatte sie die Idee, sie hatte eine hübsche Magd, eine schöne Magd aus Ägypten mitgebracht, Hagar. Und sie nahm Abraham beiseite und sagt: Wir haben zwar diese Verheißung von Gott, dass wir ein großes Volk sein sollen oder dass wir die Ureltern eines riesigen Volkes sein werden, allein der Glaube fehlt mir, denn wir werden immer älter. Lass uns mal dieser Verheißung Gottes etwas nachhelfen. Nimm die Hagar zu dir, schlaf mit ihr und zeuge mit ihr ein Kind, auf das diese Verheißung endlich in Erfüllung geht. Abraham war mit Sicherheit kein großer Frauenversteher, aber die Idee, mit dieser hübschen Magd ins Bett zu gehen, die fand er dann doch ganz gut. Und so war es. Sie schliefen miteinander und Hagar, die Sklavin von Sarai, wurde schwanger. In dem Moment, wo Hagar auf einmal die Trägerin der Verheißung war, änderte sich auch ihr Verhalten Sarai gegenüber. Auf mich kommt es jetzt an. Ich bin die Garantin der Verheißung Gottes. Ich trage das Kind von Abraham in meinem Schoß. Und sie ließ sich von Sarai nicht mehr rumkommandieren. Sarai geht zu Abraham und beschwert sich: Die Magd Hagar gehorcht mir nicht mehr, seitdem sie schwanger ist. Und Abraham, der nicht große Frauenversteher, sagt zu ihr: Züchtige sie, behandle sie wie eine Sklavin. Das wiederum lässt sich Hagar nicht gefallen und deshalb flieht sie in die Wüste. Sie flieht zu einem Brunnen.
Wenn man in die Wüste flieht, dann ist es gut zu wissen, wo ein Brunnen ist. Denn sonst endet dieses Abenteuer tödlich. Sie flieht also zu diesem Brunnen in der Wüste und an diesem Brunnen steht ein Engel. Ein Engel steht auch hinter mir auf dem Tisch. Und dieser Engel stellt Hagar zwei Fragen. Die erste Frage ist: Woher kommst du? Was für eine wichtige Frage. Jedes gute Gespräch mündet irgendwann in der Frage: Woher kommst du? Wie sieht deine Vergangenheit aus? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Welche Erziehung hast du genossen? In welchem Land bist du aufgewachsen? Und erst wenn wir geklärt haben, woher wir kommen, was unsere Vergangenheit ist, was unsere Geschichte ist, können wir auch die zweite Frage wirklich beantworten. Und die zweite Frage, die der Engel Hagar stellt, heißt: Wohin willst du? Auch dahin läuft jedes gute Gespräch. Nachdem wir einander erzählt haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben, nachdem wir einander von unserer Geschichte erzählt haben. Hans-Dieter Hüsch hat einmal gesagt: Lass einen Menschen von seinem Leben erzählen und er strahlt in seiner Würde. Nachdem diese Frage geklärt ist, woher komme ich, ist es auch eine spannende Frage, darüber zu reden, wohin möchte ich? Was sind meine Träume? Was sind meine Sehnsüchte? Wo möchte ich in 5 Jahren sein? In meinem Beruf, in unserer Ehe, in unserer Familie? Es gibt ja den schönen Satz: Hannibal wollte nicht mal was mit Elefanten machen, sondern nach Rom. Das heißt, welche Ziele habe ich? Hagar kommt aus der Sklaverei. Das weiß der Engel. Und die zweite Frage, die beantwortet der Engel selbst. Denn Hagar muss zurück zu Sarai, ihrer Herrin. Das macht der Engel ihr deutlich. Aber sie geht verändert zurück. Denn der Engel segnet Sarai, segnet Hagar. Mit einem unglaublichen Segen, mit demselben Segen, den Sarai und Abraham empfangen haben: Du wirst die Urmutter eines riesigen Volkes sein. Hagar muss zurück in die Sklaverei, zurück in ihre Funktion als Magd, aber nun als Gesegnete, als eine, die erzählen durfte, woher sie kommt und die auf einmal auf die Frage, wohin willst du, eine Verheißung bekommt, die ihren eigenen Horizont weit übersteigt. Und dann bricht es aus Hagar heraus: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du siehst mich. Die heidnische Magd aus Ägypten ist die erste, die dem Gott des Alten Testaments einen Namen gibt. Du bist der, der mich sieht. Du bist der Brunnen des Lebens, Quelle, die unentwegt fließt. Hast mir zu trinken gegeben und schenkst Leben, das neu und bunt sprießt. Hoffnung, ich kann sehen und schöpfen, denn ich weiß, du bist mir nah. Sorgst dich um deine Geschöpfe, ja, das ist mir inzwischen längst klar. Denn du siehst mich, mein Gott, und du hörst mich. Du nimmst mich wahr, egal was ich auch tu. Du bist mir nah. Du kennst mich, mein Gott, und du hältst mich. Bist für mich da, egal was ich auch tu. Du bist mir immer nah. Amen. Wie immer möchte ich an dieser Stelle eine Frage beantworten, die mir gestellt wurde. Frage einer Frau, Anfang 50 Jahre alt, also
52, 53. Mein Mann sieht mich nicht mehr an. Was kann ich tun? Was können wir tun, um unsere Liebe neu zu beleben? Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Ich glaube, dass auch gerade in einer Ehe viele Frauen den Eindruck haben, ich werde nicht mehr gesehen. Ich werde nicht mehr wahrgenommen. Wir leben so nebeneinander her. Wo sind unsere Träume? Woher wir kommen, das wissen wir, aber wohin wir wollen, das wissen wir, das sehen wir nicht. Es gibt so wenig gemeinsame Ziele. Meiner Erfahrung nach ist das Wichtigste dann, dass man versucht, neu ins Gespräch zu kommen. Und zwar nicht mit Du-Botschaften, du machst das ja immer alles falsch, sondern liebevoll zu sagen, ich wünsche mir das und das. Ich wünsche mir, dass wir einander neu begegnen. Ich wünsche mir, dass wir einmal die Woche Zeit nehmen, wo wir miteinander essen gehen und reden über das, was uns die Woche über beschäftigt hat, woher wir kommen. Und auch darüber reden, wohin die Reise gehen soll. Offen und ehrlich. Und dann das Ganze betend begleiten. Herr, segne unsere Beziehung. Lass mich erkennen und spüren, was mein Gegenüber möchte und dass man einander den Freiraum lässt, die Wege zu gehen, die der andere gehen möchte, aber im Gespräch bleibt. Bleibe in Verbindung. You don't need to be perfect. Du musst nicht perfekt sein, but be connected, aber bleibe in Verbindung. Herzliche Einladung zu meiner nächsten Liederandacht. Da geht es um das Lied Manchmal braucht man einen, der mit einem geht. Seid behütet, euer Clemens Bittlinger.